Willkommen in der Verlobungszeit und willkommen bei Schmuck Novak, Ihrem Verlobungs- und Trauringsspezialisten mitten in der Hagener City. Eine Verlobung ohne die passenden Ringe ist für jede Frau etwas Unvorstellbares. Darum beraten wir Sie ganz individuell bei der Auswahl und wir geben Ihnen wertvolle Tipps. Besuchen Sie uns in der Mittelstraße 21 in Hagen und überzeugen Sie sich von unserer Auswahl an ausgewählten Ringen, Schmuckstücken und Uhren. Wir nehmen uns viel Zeit für die persönliche Beratung. Sie finden uns auch im Internet unter www.schmuck-novak.de. Ein Bürgermeisterkandidat der Herzen, Horst Wiesotzki, unterstützt die SPD beim Internationalen Frauentag in Hagen. An diesem Freitag, dem 14. März, da soll er in der Stadthalle in Hagen zum Oberbürgermeisterkandidaten der SPD gewählt werden, Horst Wiesotzki, unser ehemaliger Feuerwehrchef. An diesem Samstag war er schon auf der Fußgängerzone und da hat er seine Partei unterstützt. Es war nämlich der Internationale Frauentag und hat uns einiges erzählt, wie es denn um seine Kandidatur aussieht. Wir haben das eben schon angesprochen, der Weltfrauentag, nein, der Internationale Frauentag 2014, auch hier auf der Hagener Fußgängerzone. Einer, der hier überrascht, auch schon am Stand der SPD, das ist Horst Wiesotzki, der Nominierte, muss man im Moment noch sagen, Kandidat zum Oberbürgermeister in diesem Jahr 2014. Woher kam die Motivation, sich so einzusetzen und zu sagen, das packe ich jetzt nochmal an, nach einem so bewegten und sehr arbeitsreichen Leben? Ja, zunächst einmal bin ich von der Partei angesprochen worden, ob ich mich dieser Aufgabe stellen wollte. Das hat mich zunächst sehr geehrt. Dann habe ich für mich geprüft, ob ich das denn auch leisten kann. Da bin ich mir ganz sicher, dass ich das leisten kann, weil ich die entsprechenden Voraussetzungen habe. Aber Motivation waren eigentlich zwei Dinge. Ich glaube, dass wir eine Haushaltskonsolidierung in Hagen durchführen müssen. Aber die muss dann auch flächenmäßig über das ganze Stadtgebiet gleich verteilt werden. Nicht einige Stadtteile bevorteilen und andere benachteilen. Und dann geht es darum, dass auch alle Personengruppen in Hagen ihren Beitrag leisten und nicht einige Übergebühr strapaziert werden und andere nicht. Und das ist eigentlich die Aufgabe im Sinne der Gerechtigkeit, eine Haushaltskonsolidierung hinzubekommen, wo alle Schultern mittragen und nicht nur einige. Sie sind ein Mensch, der Gesetzesbücher im Kopf hat wie kein anderer. Das könnte manchen schon mal Kopfzerbrechen bereiten. Auf der anderen Seite sind Sie aber auch ein Mensch, der oben bestimmte Sachen streitet, kämpft letztendlich auch. Wie würde das aussehen, wenn Horst Wiesotzki Oberbürgermeister in Hagen ist? Wenn ich Oberbürgermeister in Hagen sein sollte, dann werde ich eine Koalition mit den Bürgerinnen und Bürgern eingehen. Das heißt also, ich würde mich um die Volksstimme kümmern. Ich würde also immer wieder prüfend in die Stadt hineingehen, wie denn unsere Bevölkerung denkt. Und ich würde diese Dinge aufnehmen und dann versuchen, gemeinsam mit dem Rat der Stadt auch umzusetzen. Eine Einigkeit im Rat der Stadt Hagen ist in den letzten Jahren nicht ganz einfach gewesen. Sie sind ein sehr schlichtender Mensch, manchmal auch sehr väterlich auftretend. Glauben Sie, dass Sie da eine Einigung in den nächsten Jahren reinbekommen würden, so wie wir sie in den letzten Jahren vielleicht vermisst haben? Das weiß ich nicht, aber Versuch macht klug. Und wir haben noch gar keine Alternative. Wenn wir zumindest nicht die beiden großen Parteien gemeinsam an einem Strick ziehen, bekommen wir doch den Karren nicht aus dem Dreck gezogen. Wir können doch jetzt eigentlich nur gemeinsam versuchen, Hagen wieder flott zu machen. Denn Hagen ist sowohl lebenswert und hat auch liebe Bürger. So, mittlerweile auch dabei, eine der Führenden hier in der SPD in Hagen, Nisrin Öcal. Und gleich mal die Frage, ist man jetzt froh, einen solchen Kandidaten gefunden zu haben? Ja, also stellvertretend für die SPD Hagen kann ich, glaube ich, sagen, dass wir froh sind, mit Horst Wiesotzki einen, glaube ich, Kandidaten vorgeschlagen zu haben, den die Hagener Bevölkerung derzeit dringend nötig hat und auch mit den Charaktereigenschaften einen Kandidaten gefunden zu haben, nach denen die Bürger sich schon lange sehen. Wir haben mit Horst Wiesotzki einen Vorschlag gemacht,
der charaktermäßig Attribute wie Vertrauen, Bodenständigkeit, Verlässlichkeit in sich vereint. Und wir müssen in der Vergangenheit feststellen, dass wir das mit auch auswärtigen Oberbürgermeistern nicht immer unter einen Hut bekommen haben und Hagen weit unter seinen Möglichkeiten regiert wurde. Mit dem Angebot, das wir jetzt der Bevölkerung machen, mit Horst Wiesotzki, glauben wir, machen wir einen guten Personalvorschlag, dass sich das in Zukunft ändern kann. Sie haben gerade im Vorgespräch gesagt, so tief mussten wir gar nicht graben. Wie schwer war die Entscheidung? Die Entscheidung war überhaupt nicht schwer. Also ich selber war auch außen vor von der Entscheidung. Das ist ja transparent kommuniziert worden, dass unser Parteivorsitzender Herr Schisanowski den Auftrag einstimmig vom Unterbezirksvorstand bekommen hat, einen geeigneten Kandidaten zu suchen. Er selbst hat seine Kriterien aufgestellt, die er deutlich gemacht hat. Das ist Verwaltungskompetenz, aber auch Persönlichkeit, Charakterstärke, die ich gerade angesprochen hatte. Und dabei ist der Kandidat Horst Wiesotzki herausgekommen. Horst Wiesotzki hat sich darüber Gedanken gemacht und in dem Moment, in dem er bereit war zu kandidieren, war es überhaupt keine schwierige Entscheidung mehr. Es gibt noch einen wichtigen Termin in den nächsten Tagen, darauf sollten wir noch mal hinweisen. Und der wäre? Das ist der kommende Freitag, der 14.03. um 19 Uhr in der Stadthalle. Wir haben uns schon im Vorfeld, auch vor der Personalie Horst Wiesotzki, entschlossen, eine sogenannte Vollversammlung durchzuführen. Es passt jetzt auch ganz gut mit dem einstimmigen Vorschlag des Unterbezirksvorstandes. Horst Wiesotzki selbst hat das Motto, eine Koalition mit den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt eingehen zu wollen. Und das sind keine leeren Worte, sondern wir setzen das um als SPD in Hagen und laden da ganz herzlich alle Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und Interessierte ein, zu kommen und an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Darüber hinaus werden alle Mitglieder der SPD ohne Kandidaten, ohne Delegiertenschlüssel oder ähnliches stimmberechtigt sein. Wir sagen die Uhrzeit nochmal genau. Das ist 19 Uhr in der Stadthalle in Hagen, am kommenden Freitag, den 14.03.